1. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 6:15 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. 'Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Badura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet. 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in Weiß und eine Hose oder einen Rock in Schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in Weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich.
Also wir zahlen pro Stunde 12,50 Euro und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Gut gesagt, wenn man sich kennenlernt. Guten Tag, mein Name ist Sansin. Freut mich. Und das hier ist Frau Weber. Schön, Sie kennenzulernen. Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4, bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja. Hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seitengasse 4a, Frau Nowak? Ja. Wie alt ist das Foto? Das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche. Meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Fingerabdrücke. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Puh, die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig? Ja. Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, Ihren Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz, vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1, und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Meine Füße tun weh. Wir sind schon so viel gelaufen. Was machen wir jetzt? Wir wollten doch auch zur Universität. Nehmen wir einfach die U-Bahn. Ach, fahren wir doch lieber mit der Straßenbahn. Da sieht man auch was. Ja, okay. Da vorne bei der Oper ist eine Haltestelle. Können wir bis zur Uni fahren? Nicht ganz. Wir fahren den Ring entlang und beim Parlament müssen wir aussteigen. Ring?
Die Ringstraße. Hören wir einfach rein in die App. Die Ringstraße ist die schönste Straße von Wien. An der Ringstraße stehen viele wichtige Gebäude. Fast alle sind in den Jahren zwischen 1850 und 1880 entstanden. Die Staatsoper wurde 1869 eröffnet. Die Architekten waren... Siehst du den kleinen Park? Ich glaube, das ist der Burggarten. Burgring? An der Ringstraße stehen auch die beiden großen Museen, das Kunsthistorische und das Naturhistorische. Hinter dem Maria-Theresien-Platz ist das neue Museumsquartier. Da können wir morgen hingehen, ins Museumsquartier. Und der große Platz da, guck mal, das muss der Heldenplatz sein. Davon habe ich schon gelesen. Möchtest du die Informationen hören? Nein, ich schaue einfach. Ring Volkstheater. Da rechts ist der Volksgarten. Ah, da ist der. Da gehen wir heute Nacht hin, in die Clubdisco. Genau. Parlament, Rathaus. Oh, wir müssen aussteigen. Dann gehen wir durch den Rathauspark zur Universität. Man hört und liest immer wieder, dass man in Wien sehr, sehr gut leben kann. Mara, finden Sie das auch? Das kann ich nicht sagen. Ich wohne schon sehr lange in Wien und habe nie in einer anderen Großstadt gelebt. Das Leben hier in Wien ist wirklich gut. Das Wasser ist gut. Ich muss nie Wasser in Flaschen kaufen. Die Stadt ist sauber. Die U-Bahn, die Straßenbahnen und die Busse funktionieren gut. Gibt es auch negative Dinge? Was finden Sie nicht so gut? In der Innenstadt sind zu viele Touristen. Fast 8 Millionen pro Jahr, habe ich gehört. Viele Leute vermieten deshalb ihre Wohnungen an Besucher und die Mieten werden immer teurer. Und im Winter ist das Wetter nicht so angenehm. Es gibt viel Wind und oft Nebel. Aber ich bin sehr gern Wienerin. Vielen Dank. Und Sie, Philipp? Stimmen Sie zu, dass man in Wien sehr gut leben kann? Ja, ich lebe jetzt schon 10 Jahre hier und möchte nicht mehr weggehen. Warum sind Sie nach Wien gekommen? Ich habe eine Stelle bei der UNO bekommen. Ich finde, Wien ist jetzt internationaler als vor 10 Jahren. Das gefällt mir. Und es gibt gute Schulen für meine Kinder. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Ich denke, viele Leute in Wien sind nicht zufrieden. Sie sehen die Dinge immer nur negativ. Das verstehe ich nicht. Vielen Dank.